Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir hatten letztes Wochenende ja wieder in Alsfeld eine große Konferenz und wir wollen ein bisschen Nachlese machen. Ich habe Mehdi Becker dabei und ihren Sohn Finn, erstmals im deutschen Fernsehen. Hallo. Hallo. Finn, freue mich. Wie alt bist du eigentlich? 12. 12, doch schon. Ja. Gut. Zum ersten Mal im Fernsehen, ne? Ja. Aufgeregt? Ja, bin ich ziemlich toll. Gut, dann rede ich erstmal mit Mehdi und dann frage ich dich mal gleich. Du warst ja auch dabei in Alsfeld. Ja. Wie war das denn für dich? Also, es war, viele Leute waren da und ich fand mehrere Themen schon ziemlich schön und wo ich auch erstaunt war, was da draußen auf der Welt los ist. Ja, und ich fand auch verschiedene Leute, habe ich gesehen. Also andere noch von Systemen etwas zerstört, ja. Aber andere auch ziemlich frei und sind halt auf dem sicheren Weg, ja. Ja, das kriegt man schon so mit, also dass es da auch unterschiedliche Menschen gibt, die vom System gebeutelt sind sozusagen, die trifft man ja überall, ja, aber genau. Dann noch ein paar, die auch schon, dann merkt man dann, dass die sich schon ein bisschen befreit haben sozusagen. Ja, genau. Toll. Ja, reden wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber. Mehdi, wie war es für dich? Also am ersten Tag auch erstmal ganz aufregend. Ganz aufregend mit dem da zu sein, was gerade war. Es war für mich eine ganz hohe Energie am ersten Tag. Wir sind ja mit verschiedenen Themen rein. Erstmal persönlich, so mit, vor allen Dingen mit dem Thema so Mangel. Wie können wir die Arbeit im Hintergrund weiter leisten? Mit dem, was wir an Energie zur Verfügung haben in Form von Geld, Zeit. Und das hat sich am ersten Tag, also am ersten Tag hat sich es transformiert und am zweiten hat sich das sehr erlöst. Für mein Empfinden. Und ja. Es gibt ja immer noch Leute, die meinen, dass wir bei diesen Veranstaltungen richtig Asche machen, was natürlich völlig abstrus ist, aber das müssen wir auch gar nicht weiter thematisieren. Also der Saal, der kostet natürlich richtig Geld und alles, was dazu gehört, zu organisieren. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie uns dran bereichern. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich denke, genau das war Thema auf dieser Konferenz. Für uns innerlich, und das ist auch etwas, wo wir selber gerade transformieren. Wir sind ja durch dieses profitorientierte System, gibt es erstmal so eine ganz große Abneigung dagegen. Das heißt, irgendwie alles, womit wir dann Geld machen, ist dann auch erstmal schlecht. Und hier komme ich wieder mit dem Beispiel, irgendwie das Messer kann ja nichts dafür, ob es mordet oder Brot schneidet. Und das ist hier dasselbe. Es kommt ja darauf an, was machen wir mit der Energie. Also wir hätten es durchaus verdient, wenn wir uns bereichern würden. Genau. Wenn wir mal ein bisschen was über hätten. Ne? Und? Wir tun ja auch was dafür, und zwar seit Monaten eine ganze Menge arbeiten. Nicht nur das, wir hätten dann auch noch mehr Möglichkeiten. Ja. So, und damit haben wir uns ganz offen gezeigt und es ist ganz viel Unterstützung auf uns zugekommen. Möchte ich mich ganz herzlich für bedanken, und zwar ganz persönlich und im Namen von uns allen, bei David Bilger und der Neuzeit, der uns den Erlös aus den Zeitschriften zur Verfügung gestellt hat. Und ich möchte mich bedanken bei all den Menschen, die mitgewirkt haben, im Hintergrund uns Reiki gegeben haben, uns Massagen angeboten haben und wirklich wir gemerkt haben über das Wochenende, ja, die Leute haben das verstanden und sie wollen unterstützen. Ja. Und das Größte, was da rausgekommen ist, sind, dass wir 20 neue Regionalgruppen in Gründung haben. Ja, ist natürlich toll. Also aus dem Stand eigentlich. Wir haben ja eigentlich an dem Tag erst auch überhaupt gesagt, dass wir Regionalgruppen bilden wollen, oder war es im Forum schon vorher, aber relativ kurzfristig die Idee, überhaupt Regionalgruppen zu machen. Wir hatten vielleicht da 13 vorgestellt, inzwischen sind es 20. Ja. Kannst du mal kurz durchgehen, damit man weiß, in so grob in welchen Orten so überall schon Regionalgruppen sind? Das findet man dann im Forum? Oder? Das findet man im Forum. Wir werden es auch mit den Kontaktdaten. Ne? Mit den Kontaktdaten im Newsletter rumschreiben. Gut. Und es wird sicherlich auf der Webseite auch bald erscheinen. Geh mal schnell durch. Ostwestfalen-Lippe, Köln, Ostalb, in Baden bei Freiburg, Lüneburger Heide, Westmünsterland, Spreevision in Berlin, Schwabach, Franken-Schwabach, Hessen-Süd, Triesch, Leipzig-Franken, Osterholz, Ahart. Osnabrück, Allgäu, Mittelhessen, nördlicher Schwarzwald, Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Erzgebirge, Ludwigshafen und in Alsfeld selber. Ja, das ist ja schon eine ziemliche Abdeckung der Bundesrepublik Deutschland. Es tut sich was. Prima. Ja, dann in dem Zusammenhang war für uns unser eigener Prozess auch, die Aufgabe zu finden. Also ich zum Beispiel habe mal vor Jahren
eine gefühlte Vision gehabt, dass wenn jeder auf diesem Planeten wirklich seine Aufgabe erfüllt, das macht, wozu er da ist, und das tut er ja auch gerne, dann ergeben wir ein großes Puzzle miteinander und es ist für alles gesorgt, was wir brauchen. Mhm. Und das ist das, was am letzten Wochenende für uns stattgefunden hat, dass wir, gerade wir zwei ja auch gemerkt haben, wer macht was, so, und dass sich so mehr und mehr herauskristallisiert, wer hat welche Aufgabe. Und ich denke, das darf sich dann auch ausbreiten aufs große Ganze. So kann ich nochmal ganz persönlich sagen, ich suche Manifestoren. Jeder, der das Human Design System kennt, weiß, was es ist. Wer es nicht kennt, darf sich gerne informieren. Es ist frei im Internet. Man kann das eingeben, Human Design, Free Chart. Braucht nur seine Geburtsdaten und kann dann rausfinden, welche Aufgabe habe ich. Das kann man da sehr gut ablesen. Und ja, da würde ich gerne noch mehr zusammenarbeiten mit solchen Menschen, die auch diese Aufgabe hier haben. Und ganz persönlich so mit diesem Mangeldenken und dieses, ja, wie benutzt man das alte System für etwas Lichtes? So, da war für mich der Schlüsselsatz, ich stelle meine Macht in den Dienst der Liebe. Mhm. Weil ich glaube, es sind ganz viele Menschen, die eine gewisse Größe haben und diese Aufgabe nehmen wollen, aber noch viele alte Erfahrungen in sich tragen, die angstbesetzt sind oder wo noch Karma abgearbeitet werden will. Also ich selbst habe 5 Jahre Reinkarnationstherapie gemacht. Ich habe eine Menge Dreck am Stecken gehabt, so, um das zu erlösen. Und das war für mich auch alles gar nicht leicht, wirklich da auf die Bühne zu gehen. Und ist ein Schlüsselsatz, den ich hier einfach mal so weitergeben möchte. Mhm. Kriegst du sowas mit, Finn? Ist das auch was, wo du dich mit befasst, warum du hier bist und was du mitgebracht hast, und befasst du dich damit? Oder ist das... Ja, also ich denke schon öfters nach, was ich überhaupt hier machen soll, aber eigentlich bin ich schon zum Schlüssel gekommen, dass ich erstmal die Welt retten sollte. Gut, und dann? Ja, auf jeden Fall. Teil, dass ich beitrage, dass sich die Welt halt verändert. Ja, toll, das ist also schon ein wichtiges Gefühl und ein wichtiger Impuls. Und kriegst du in der Schule dann oder sonst woanders irgendwie eine Unterstützung dafür, dass die Leute sagen, ja, wollen wir auch? Oder merkst du sonst, eigentlich kannst du nirgendwo damit ankommen und hier ist doch ein Ort, wo das vielleicht dann auch in die Richtung geht, oder wie merkst du das? Also in der Schule auf jeden Fall nicht. Hm. Da sind die Schüler halt schon, viele Schüler ziemlich vom System zerstört. Aber hier bei der Aufbruch Gold Rot Schwarz auf jeden Fall und in der Familie. Super, klasse. Hm. Ja, siehst du, der Nachwuchs ist also gesichert und es geht in die richtige Richtung und wir müssen nur den Weg bereiten, sozusagen, auch für die nächsten Generationen. Also im Grunde ist das ja eine eindeutige Aussage. Es wird eigentlich sonst nur so richtig für die Kinder eigentlich angeboten, dass sie ihren Beitrag für eine bessere Welt eigentlich irgendwo einbringen können, oder wie? Ja, ja. Und das ist mit ein Grund, weshalb wir für die nächste Konferenz den Bereich Kinder und Jugend eröffnen, der auch von einer Jugendlichen geleitet werden wird. Und weil es uns interessiert, wo stehen die Kinder und Jugend aus ihrer eigenen Sicht und was sind ihre eigenen Visionen, damit wir es mit einbeziehen können in unsere Arbeit und das, was wir tun. 4. 5. Mai ist die nächste Konferenz, sage ich hier schon mal, aber zum Schluss sagen wir es nochmal. Mhm. Ja, wir hatten ja ein paar auch schöne Vorträge oder Kurzvorträge eigentlich, auch viel spannende Sachen drin. Was ist dir da in Erinnerung geblieben an wichtigen Informationen, Input? Ja, also beeindruckt hat mich der Vortrag von Gerhard Rössler über freie Energie. Raumenergie, ja. Genau. Und vor allen Dingen möchte ich da mal kurz vorlegen, wie viele Forscher damit sich auseinandergesetzt haben. Da steht an erster Stelle der Konstantin Meyel, Klaus Tutor, Beta Salocha, Petra Gajewerf, Fritz Popp, Peter Plichter, Hutchinson, Nassim Haramein, Viktor Schauberger, Wilhelm Reich, Nikola Tesla, Burkhard Heim, Hans-Peter Dürr und Tariel Kapanatze. Einfach nur, das zu zeigen, da ist einer, viel ja. unterwegs, genau. 3 von denen habe ich schon persönlich mal kennengelernt. Also Konstantin Meyl und Klaus Tutor haben wir auch bei Bewusstsein schon gehabt. Und man sieht, dass viele daran arbeiten und da sicherlich auch irgendwas kommen wird, obwohl das System
im Moment das sicherlich noch nicht so fördert, aber irgendwann wird auch das kommen. Genau, und dass es auch im Zusammenhang steht, wieder mit unserem Bewusstsein und auch Gefahren beinhaltet, weshalb das auch mit ein Grund ist, weshalb es noch nicht da ist. Dann hatten wir Gesundheit und Heilen. Da ist uns gezeigt worden, wie man mit Rotlicht und Fahrradspeicher ganz einfach Energiebahnen am Körper öffnet, kann jeder nachmachen. So, das alles wird natürlich jetzt gezeigt demnächst in unseren Videos, kann man nachgucken. Und wir wollen auch komprimiert die Lösungen und Ergebnisse, die wir ja auszeigen, alle zusammenfassen in der Broschüre. Das wird natürlich noch ein paar Monate dauern, bis das irgendwie soweit ist, so dass alle Bereiche sofort nachschlagen können. Da und da ist die Lösung vorhanden, ist für jeden machbar, da und da kann ich nachgucken. Wäre eigentlich auch noch Hilfe nötig, also wenn jemand drauf schreiben kann und sagt, er war da und kann das ganz wunderbar in Worte fassen, also wir schaffen es einfach alles nicht, das so auch vielleicht diese Broschüre zu machen. Deswegen, es gibt ja überall, wie du sagst, Leute, die bestimmte Fähigkeiten und Talente haben. Und wenn jemand sagt, er würde uns gerne da helfen und Texte schreiben, was passiert ist, gerne. Ja, und Recherche betreiben weiterhin. Und was auch war, so Atabana als Alternative zum Krankensystem. Also auch hier nochmal, wir verstehen uns auch als Netzwerk für Netzwerke. So, also wir wollen nicht alles neu erfinden, sondern wir wollen das irgendwie an die Oberfläche holen und publik machen, was schon vorhanden ist. Und so auch der Aufruf, dass sich solche Netzwerke wie Atabana mit den Regionalgruppen zusammen verknüpfen, damit die da weiter auch wirken können. Ja, ich habe da zum Bereich Gesundheit auch, finde ich ganz wichtig, einfach die neue Medizin, die biologischen Gesetzmäßigkeiten der Medizin, die eigentlich jeder Mensch erlernen kann, und dann braucht man eigentlich keinen Arzt mehr, dann kann man einfach mit jedem drüber reden, was hast du für eine Krankheit, und das ist, wie gesagt, eine Krankheit ist in den allermeisten Fällen eigentlich nur ein Reparaturmechanismus der Natur, dass da irgendwas ans Licht will und repariert werden will, und viele Heilungsvorgänge werden von uns in der Schulmedizin als Krankheiten definiert und bekämpft, aber in Wirklichkeit sind auch Mikroben und Bakterien teilweise oder möglicherweise alle dazu da, um wirklich die notwendigen Veränderungen im Gewebe oder was auch immer durchzuführen, wenn irgendwo Veränderungen nötig sind. Also einfach zu verstehen, dass es die Natur nicht uns irgendwelche schlimmen Krankheiten schickt und wir müssen dann irgendwie leiden und sterben, weil sie nicht heilbar sind, sondern verstehen, dass es sinnvolle Geschehen sind. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und auch, was der Glaube damit zu tun hat, also Placebo-Effekt, dass es da ganz viele erstaunliche Dinge gibt, sogar Placebo-Operationen habe ich dann kurz als Beispiel angeführt, was zeigt, wie extrem das ist, was unser Glauben macht, wenn wir glauben, wir werden operiert, werden aber gar nicht. Zum Beispiel Kniegelenksoperationen gab es zum Beispiel, dass dann tatsächlich die Verbesserung stattfindet, im physikalischen Bereich, also richtig als körperliche Dinge, nur dadurch, weil wir glauben, dass wir diese Operation gehabt haben. Also es zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, was wir glauben. Und wenn wir glauben, wir haben eine unheilbare Krankheit und der Arzt sagt, wir haben nur noch 2 Monate zu leben, dann ist das im Grunde, wenn wir das glauben, eine self-fulfilling prophecy, und dann sterben wir, weil der Arzt es gesagt hat. Also für mich ganz wichtig auch, viel mehr Vertrauen zu haben bei Krankheitsthemen, dass das etwas mit mir zu tun hat, dass da auch eine Ursache ist, und wenn ich das löse, dass dann auch sinnvolle Dinge geschehen, um das wieder aufzulösen. Ja, also auch wieder ganz viel Aufklärungsarbeit brauchen wir da, und Sachen, Methoden, die die Menschen selber anwenden können. Genau, das kann jeder, da braucht man nicht den Halbgott in Weiß, und dann kann jeder im Grunde verstehen, was da läuft. Ja, wir hatten eine wunderschöne Party am Samstagabend mit den Cherry Quartz. Yoga Das hat uns musikalisch begleitet, und auch Matthias Jonathan hat wunderbare Energie reingebracht, konnte sehr gut improvisieren, ob er nun ein Mikro hatte oder nicht. Ja, toll. Ja, auch die super. Cherry Quartz hat man erst gesagt, kennt man nicht, wer ist das, aber die haben wirklich tolle Musik gemacht. Ja. Die sagen eigentlich nicht meine Richtung, aber schon beeindruckend für mich auch. Ja. Am Sonntag hatten wir dann Landwirtschaft. Da waren alle ganz schön geschockt, weil so deutlich wurde, wie steht es um unsere Erde. Zum Beispiel der Vortrag von Friedhelm Berger über die pestizidfreie Landwirtschaft. Also es ist wirklich
extrem, was da passiert in der Landwirtschaft, dass nämlich alle Bauern irgendwie Pestizide versprühen. Die gehen halt natürlich in die Luft, ist ja klar. Und die verteilen sich auch. Also es ist nicht so, dass da einen Kilometer entfernt jemand sein Feld besprüht und das macht ja nichts. Das kann sein, dass das eben durch den Wind eben auch zu mir geweht wird und von mir eingeatmet wird und von allen eigentlich. Und ganz vieles wäre eben gar nicht nötig. Also es gibt sogar eine EU-Verordnung oder irgendwas, eine Bestimmung, dass Pestizide nur eingesetzt werden, wenn nichts anderes hilft. Aber die Bauern, die machen das jetzt alle schon so nach Schema F, erstmal sprühen. Und er hat gezeigt, man kann mit Löschkalk besprühen, das ist also nicht giftig, kann man im Grunde die gleiche Wirkung haben, um die Pflanzen zu schützen vor Schädlingen und ist viel harmloser. Aber was da geschieht, ist wirklich beängstigend, weil eigentlich die ganzen Böden und die ganze Luft und das Wasser alles vergiftet wird, ne? Mit Pestiziden. Ja, da ist auch deutlich geworden. Es war wunderschön, dass wir die Verknüpfung hatten, Landwirtschaft und dann Spiritualität und Bewusstsein. Ja. Das wird gemerkt, weil wir sind so geschockt. Und klar gibt es auf dieser 3D-Ebene die Lösung, wie halt dieses Kalk, aber auch die Lösung in dem Bewusstsein. Das heißt, man kann solche Probleme auch mit dem Bewusstsein, den russischen Heilmethoden zum Beispiel, den möchte ich da nochmal erwähnen, lösen. Und der Christoph Fasching hat auch einen wunderbaren Vortrag uns per Video zur Verfügung gestellt, wo er darüber geredet hat, dass es an uns liegt, auch mit den Naturwesen in Kommunikation zu gehen und zu fragen, was braucht es? Was braucht es? Wo braucht ihr euren Platz? Wie kann ich meinen Garten gestalten? Ganz konkrete Beispiele, zum Beispiel, wenn man Schnecken hatte, die den Salat wegfressen, dann einfach mit denen reden und sagen, pass auf, ich verstehe das. Mhm. Ihr habt hier einen kleinen Bereich für euch, aber wir bauen das an eigentlich für uns. Aber dass die sich dann tatsächlich möglicherweise an die Abmachung halten, also nicht möglicherweise, ich habe vielleicht da noch meine Zweifel, weil ich nicht die Erfahrung da so mit habe, aber tatsächlich so, dass die Naturgeister und auch die Tiere im Grunde miteinander kommunizieren und wenn so eine Abmachung besteht, die wollen uns unterstützen, die Naturgeister wollen nicht, dass wir jetzt gar nichts mehr machen, sondern sie wissen ja, dass wir auch was anbauen und so weiter oder im Wald was abforsten oder Bäume fällen. Das verstehen sie auch, aber sie wollen auch, dass sie respektiert werden. Und das wäre natürlich toll, wenn wir mit denen zusammenarbeiten würden. Und es gibt dann erstaunliche Ergebnisse auch in der Landwirtschaft, dass dann Bauern wirklich ganz tolle, fruchtbare Ergebnisse haben, wenn sie eben im Einklang mit den Naturgeistern arbeiten. Genau, und da geht es auch wieder mal probieren. Ja, eben. So, wer es noch nicht probiert. Woher wisst ihr, dass es nicht geht? Habt ihr es ausprobiert? Ja, habt ihr es probiert. Genau. Und das ist etwas, was jeder sofort machen kann, wo ich mich auch an die eigene Nase gepackt habe. Und oh, ich war auch lange nicht in meinem Garten. Ja. So, ja. Gut, da freuen sich der Naturgeister, da furcht da niemand drum. Aber wie gesagt, es ist ein wichtiger Impuls oder wichtige Impulse einfach, das zu berücksichtigen. Ja. Dann war noch Spiritualität und Bewusstsein. Ja. Haben wir festgestellt, ist mal wieder die Basis, ist in allen anderen Bereichen mit drin, also in allen anderen Bereichen kommen wir weiter, wenn sich unser Bewusstsein erweitert. Da möchte ich ganz herzlichen Dank an Natara, der uns eine große Spende hat zukommen lassen und uns sponsort mit seinem Kamascha-Shop. Und auch eine ganz große Wertschätzung an all diese Menschen, Natara mit einbezogen, die Lichtarbeit im Hintergrund machen, die nämlich genau diese Bewusstseinsarbeit reell machen. Deswegen möchte ich das hier ganz besonders erwähnen. Da kann man zum Beispiel sowas machen wie Lichtnahrungsprozess. Auch das wäre eine Lösung für die Landwirtschaft und für die Gesundheit. So, wir brauchen einfach nichts essen, sondern ernähren uns mit Licht. Das ist eh das, was uns in den Nahrungsmitteln ernährt. Ja. So, wer für mich persönlich auch als nächstes dran, wer mich da unterstützen möchte, aha, gerne. Okay. So, also ich merke, dass mir fällt das schwer, auch an solchen stressigen Tagen zu essen. Das würde mir sehr helfen. Ja, dann ist ganz schön ein Gebet herausgekommen und das möchte ich gerne vorlesen. Ja. Das ist nämlich geschrieben worden. Während der Konferenz eigentlich. Genau, ja. In dem Gruppenprozess. Ja. Ich bedanke mich für die getrennte Zeit und lasse sie in Frieden gehen. Mein Herz ist zum Empfangen bereit. Kraft meiner Liebe kann ich sehen. Ich bin Licht und ich bin Dunkel, in Liebe verbunden, die Quelle der Kraft
die alles schafft. Ist toll, also es hat mich auch da sehr berührt. Es geht wirklich ganz tief rein. Ja. Schön. Ja, dann hatten wir, wir hatten ein paar Vor- und kurz Referate noch. Hast du sie alle aufgelistet da? Nee, habe ich sie Marion jetzt nicht. Marion Probst war da. Spiritualität in Unternehmen, dann gab es... Konstantin Kirsch mit OPPT, da wolltest du was erzählen. Ja, das wollte ich, weiß ich gar nicht, ob ich es kann. Aber ich finde es sehr spannend schon. Man hört immer wieder davon, ich habe es auch schon mal in der Tagesenergie angedeutet, dass immer wieder Leute fragen, habt ihr schon von OPPT gehört? Mhm. One People's Public Trust heißt das, glaube ich. Ich versuche das zu erklären, so wie ich es verstehe. Da haben also wirklich Leute einen Trust gebildet. Wie nennt man das Trust? Ob es eine Stiftung ist oder eine Vereinigung von Menschen, die sich quasi als Schöpfer oder als Teil der Schöpfung betrachten und auch die Schöpfung oder den Schöpfer sogar mit einbeziehen in diesem Trust. Und die haben dann im Grunde beschuldigt die Firmen und die Regierungen der Welt, die wir haben, dass sie im Grunde die Schöpfung zerstören. Ja. Und haben das juristisch eben so vorgetragen, also wie das juristisch nötig ist, also mit den ganzen Berücksichtigung der juristischen Feinheiten, die nötig sind, um jetzt irgendwie so eine Klage vorzubringen. Und das Interessante ist, die ganzen Stellen, die haben nicht widersprochen. Und es gibt in der Juristerei eben das Ding, wenn ich dich jetzt beschuldige, du hast das und das und das gemacht, also richtig schriftlich, und du widersprichst nicht, dann gilt das im Grunde vor Gericht nachher, ja, du hast es anerkannt, weil du hättest ja in einer gewissen Frist widersprechen können. Das heißt, es gibt eben diesen Grundsatz, und die ganzen Stellen haben nicht widersprochen, weil sie im Grunde auch nicht widerlegen können, dass sie die Schöpfung zerstören. Wir sehen es an allen Enden und Ecken, dass es geschieht. Das heißt, sie haben nicht widersprochen, und so gilt das im Grunde als so ist es, das stimmt, und jetzt können diese ganzen Stellen quasi zwangsvollstreckt werden. Also das ist eigentlich so unglaublich und fast zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß noch gar nicht, ob man das so glauben kann, aber es ist, man kann sich das eben auch im Internet raussuchen. Es ist juristisch, also auch mit in der Sprache juristisch richtig einerseits, und auf der anderen Seite ist das auf einer sehr hohen Ebene. Der Konstantin Kirsch hat gesagt, das ist also ein Text, den kann man eigentlich nur aus 5D richtig verstehen. Mhm. Und ist eben also eine Mischung aus Juristensprache und 5D-Sprache. Und das ist doch schon sehr spannend. Also im Grunde, das System wird abgewickelt, aber die tun halt immer noch so, als wäre nichts geschehen, und sie sagen es uns natürlich nicht. Das heißt, wir erfahren das nicht in den Medien. Aber im Grunde können wir jetzt uns auch darauf berufen, ja. Zum Beispiel auch wenn wir Schulden haben oder irgendwelche Probleme mit irgendwelchen staatlichen Stellen, zu sagen, Leute, was wollt ihr? Ihr seid eigentlich schon längst in der Zwangsvollstreckung, ihr habt mir gar nichts mehr zu sagen. Also wir haben ja letzten Endes wieder ein Werkzeug, genauso wie Andreas Klaus uns letztes Mal eins an die Hand gegeben hat, was wir benutzen können, um aufzuzeigen, hier, so sieht's aus, und wir machen da nicht mit, und wir stellen eine Rechnung an die Firmen, die gegen die Schöpfungsgesetze Also es sind nicht Firmen, es sind auch Regierungen, und sind Regierung, Firmen. Ja. Wird also aufgezeigt, dass man wirklich, was weiß ich, Amtsgericht Bremen eingeben kann in ein Firmenverzeichnis, und dann steht da Firma sowieso oder GEZ. Steht tatsächlich, Zweck ist Inkassobetrieb, also steht im Firmenverzeichnis irgendwo auf Seiten, wo die ganzen Firmen eingetragen sind. Und da werden eben nur Firmen eingetragen, also nicht Regierungen. Aber die Regierungen von den meisten Ländern und die ganzen staatlichen Stellen, in Anführungsstrichen, die stehen in diesen Firmenverzeichnissen drin. Ja, also und er hat die Stellen, auch die Internetseiten, wo man das eben auch überprüfen kann. Ja. Und Texte zur OPPT findet man an vielen Stellen, und schon sehr interessant. Er hat selber, glaube ich, Sachen in Deutsch dazu geschrieben. Genau, Konstantin Kirsch, einfach mal googeln, Konstantin Kirsch und OPPT, der hat auch das übersetzt ins Deutsche für uns, und er hat auch Schriftstücke fertig gemacht, die wir uns runterladen können, wo wir dann mit losgehen können. Auch sonst hat er viele tolle Ideen von irgendwie selbstwachsenden Wänden und Minuto, also Konstantin Kirsch ist echt eine Top-Adresse für Menschen, die alternative Lösungen suchen. Bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal Dagmar Neubrunner erwähnen vom letzten Mal, die
wirklich sehr nachgewirkt hat, deswegen sitzt Finn heute auch hier. Vielen Dank. Ja, da ging es ja um Bildung und Erziehung und um Kinder und so. Was da passiert. War für mich auch ganz wichtig. Ja, also diese Information will auch weiter fließen und nicht wieder hinten überkippen, sondern es ist auch wichtig, dass das weitergeht. Wir haben die Vorträge zwar drin, der erste Vortrag ist leider nicht in einer guten Qualität, wie wir das normalerweise versuchen aufzunehmen, aufgenommen worden. Die ersten Vorträge sind quasi so mit Notkameras, die mitgelaufen sind, aufgenommen. Der Ton ist leider nicht so gut. Aber es ist ein ganz toller Vortrag oder zwei tolle Vorträge, die man sich wirklich nochmal lohnt sich, anhören wer sie kann. Noch nicht gesehen hat, lohnt sich. Ich habe noch Klaus auch, eine traurige Sache. Ja. Und zwar ist bei uns geklaut worden, und zwar beim Veranstalter aus der Kasse, mehrere hunderte Euro. Und wir haben uns, erstmal waren wir natürlich geschockt und frustriert, ist es einfach so. Haben uns überlegt, wie gehen wir damit um. Ja. Und ich möchte jetzt hier ganz herzlich darum bitten, dass er, sie sich bitte meldet bei uns und wir gucken einfach gemeinsam nach einer Lösung. Also wir wollen hier ganz klar sagen, so, wir haben ein großes Bewusstsein für das, wie die Dinge zueinander stehen und dass das Ursache haben oder Ursache hat, warum das passiert ist, die nicht allein an demjenigen liegen, der es getan hat. Und wir wollen gerne gemeinsam schauen, wie können wir dich unterstützen, dass du es so nötig hast, irgendwie auf so einer Veranstaltung irgendwie Geld zu entwenden. So, also wir bieten dir das an und hoffen, dass du dich bei uns meldest, in welcher Form auch immer. Ja, wir wollen also keine Anzeigen machen, sondern einfach, ja, es ist eigentlich unverständlich, ne, weil es sind so viele tolle Leute da und man ist in so einer hohen Energie und dann auf einmal erfährt man, es fehlt Geld in der Kasse. Das ist schade für den vor allen Dingen auch uns, den Veranstalter gegenüber, ja, der uns da super diese Halle zur Verfügung stellt, ganz herzlich und viel mit uns kooperiert, unsere Wünsche erfüllt. Aber wie gesagt, es wird Gründe dafür geben, wie du schon gesagt haben, als gesagt hast, es gibt Notsituationen, Existenzprobleme überall bei ganz vielen Menschen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sitzen und sagen, oh, wir haben ganz viel Geld und wir haben keine Probleme, wir müssen alle irgendwo mit diesem System zurechtkommen und einige hat es natürlich noch viel schwerer erwischt. Aber wir wollen einfach das natürlich auch gerne klären, was da hintersteht und gucken, ob es da irgendeine Lösung gibt. Also genau. Vielleicht einfach mal melden wäre schön. Das wäre schön. So, sonst der Ausgleich fordert es dann sowieso. Das Universum gleicht alles aus. Ja. Also das muss man einfach sagen. Wie auch immer. Ne? Ja, da ich gerade beim Aufrufen bin, hier gibt es einen wunderschönen Schal. So, man sieht den. Ja. Wer den vermisst, also wer ja, den hier Frau. Vorne neben die Kamera, den kann man sich dann da abholen oder was? Also ich denke mal, es gibt keine Zufälle. Bitte bei mir melden, mitarbeit@aufbruch-gold-roten-schwarz.net. Ja, wie gesagt, gibt keine Zufälle. Wird einen Grund haben, warum diese Frau den Schal vergessen hat. Bitte melden, bin gespannt, was es steht ist. Dir aber auch nicht schlecht. Okay. Ja. Ja. Okay, soweit von mir, dann Film. Finn, was hast du nochmals? Hast du irgendwas, was du doch gerne mitteilen möchtest? Ja, ich. Die ganze Konferenz, die war schon schön, aber ich habe die mehrere Vorträge, die haben wieder gezeigt, dass die Sachen in dieser Welt so verschieden sind und auf jeden Fall frustrierend sind, kaputt gemacht wurden, Beispiel mit den Spritzen und noch andere Sachen, ne? Ja. Und dass für schöne Dinge keinen Platz mehr gibt, eigentlich, außer der Fernseher und die Medien, dass da auch nichts Richtiges drin steht, ja. Und dass man halt die Augen geöffnet bekommt in solche Vorträge. Wäre eigentlich auch Aufgabe der Medien, über das zu berichten, was läuft, dass es spirituelle Menschen gibt, dass Menschen aufwachen und aufbrechen und andere Lösungen suchen und auch anbieten. Wird im Moment in den Medien noch nicht so verbreitet, aber das ist ja auch nur ein Zeichen des alten Systems, das ja auch an allen Ecken und Enden zusammenbricht. Wir sehen ja jetzt in Zypern, kriegen die Leute ihr Geld nicht mehr von der Bank. Also das kann uns auch ganz schnell erwischen, dass wir zur Bank gehen und die das Geld nicht mehr ausrückt, was wir meinen zu haben. Das heißt,
Das sind dramatische Zeichen im Moment. Das heißt, in einem ganzen Land können die Leute nicht mehr an ihr Geld. Mhm. Und wenn jetzt andere Länder sagen, oh, dann mal lieber jetzt, oder Menschen in anderen Ländern, Spanien und Griechenland, oder auch bei uns sagen, wir heben jetzt unser Geld auch mal ab. Das muss man einfach ganz klar sagen, dass die Banken gerade vielleicht 1 oder 2% des Geldes, was die Sparer da haben, überhaupt haben. Das heißt, wenn nur jetzt die Leute, die aufgewacht sind, alle ihr Geld abheben, dann bricht im Grunde schon das Eurosystem zusammen. Also ja. Das sind wirklich Zeichen dafür, dass das System wirklich ganz am Bröckeln ist und auf den letzten Zügen pfeift oder auf den letzten Löchern pfeift. Und dann kann natürlich hoffentlich irgendwann was Neues kommen. Also wir bereiten das vor und haben die Vision und versuchen. Schaffen die Verbindung, dass wir das Geld nicht brauchen unbedingt, wenn es dann zusammenbricht. Und Medien, es gibt ja bewusst TV. So, ja. Wir brauchen sie auch nicht. Wir können auch alle hier hingucken. Und auch hier kannst du Unterstützung gebrauchen, weil dass das größer wird, dass das ein richtiger Sender wird. Also wer Lust hat, das nochmal an alle Jugendliche, die gerne eine Kamera in die Hand nehmen und gerne ein Doku drehen wollen, so vielleicht können wir da kooperieren, um das hier größer werden zu lassen. Ja. Dann möchte ich noch gerne einfließen lassen, und zwar von der Diana Cooper, weil es ja darum geht, wir machen das ja auch Aufbruch Goldrot-Schwarz, gerade weil wir auch dem Ausland gegenüber eine Präsenz haben wollen, dass wir zeigen wollen, hier passiert wirklich national was. Klar haben wir internationale Interessen und globale Interessen, die wir hier vertreten. Aber es gibt ja zum Beispiel auch übergreifende Dinge. Die Spanier haben zum Beispiel auch ein Video gemacht, wo sie sich an die Deutschen wenden zum Beispiel. Also es gibt, oder dass die Israelis den Iranern und umgekehrt gesagt haben, wir schicken euch Liebe, weil wir wollen eigentlich auch keinen Krieg. Ne? Das heißt, es passieren diese länderübergreifenden Dinge und das ist natürlich ganz toll. Und das ist auch unser Interesse, das ist auch eines unserer nächsten Projekte, so einen Film zu machen. Und ich möchte kurz vorlesen von Diana Cooper, die viel geschändelt hat für die Länder der Erde. Und weil es ja einen Draufblick gibt auf Deutschland. Sie schreibt zum Beispiel, wenn wir uns von unserer Schuld befreien, die wir noch tragen aus den Weltkriegen, dann kann das Land seine führende Rolle auf dem Weg hin zur Erleuchtung und Aufstieg wahrnehmen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich Tausende reifer, weiser Seelen dafür entschieden, sich in Deutschland zu inkarnieren, um einerseits das alte Karma dort zu mildern und andererseits das höhere Licht für Kontinentaleuropa leuchten zu lassen. Sehr schön. Und ich merke oder ich spüre das einfach, dass diese Seelen sich hier zusammenfinden. So, also ich merke, so ganz viele Begegnungen während so einer Konferenz, die stattfinden, wo man einfach sagt, ja, wir sind verabredet. Wir haben hier wirklich einen Job zu erfüllen. Und ich rufe nochmal alle auf, da die sich gerufen fühlen, mit einzustellen. Das ist eine Energie, die kann man eigentlich schlecht jetzt auch über Medien transportieren. Also wenn man da ist, die Leute, die da waren, die wissen auch, dass mir zum Schluss da die Tränen gekommen sind, weil ich einfach so bewegt war von der ganzen hohen Schwingung, von der Liebesenergie, die einfach die Menschen da haben. Und das baut ein Feld auf, das ist, glaube ich, gigantisch, dass es einen wirklich überwältigen kann. Und ich glaube, wenn das mehr und mehr Menschen machen und so zusammenkommen, dann passiert da einfach sehr viel, auch in einem Bereich, den wir nicht wahrnehmen können sofort, der nicht sofort physikalisch sichtbar ist. Und wir werden nicht das System innerhalb von 2 Wochen verändern, aber es passiert, glaube ich, sehr viel. Und es passiert ganz viel in uns und in jedem Einzelnen, der da ist. Und das ist auch in sich ein geschlossenes System, was wiederum nach außen wirkt. Ja, also für die nächste Veranstaltung, die am 4. und 5. Mai stattfindet, am 4. Mai haben wir das Thema Außenbündnispolitik und werden jemanden da haben, der die Verbindung zu Russland aufbaut und uns da unterstützt. Ja. Umweltinfrastruktur und Kunst und Kreativität. Am 5. Mai ist Regierung, Politik und Medien und Kommunikation dran. Wir werden Vorträge haben über Wertschätzung, über Gemeinschaften und über die Verbindung zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip, was unsere Herausforderung ist, so miteinander dieses Spiel zu spielen. Aber wir sind doch schon ein ganz schönes Stück gekommen. Also ne, du hast ja zu Anfang wirklich gedacht, naja, da sind die Männer da vorne, Michael Vogt, Joe Conrad, sitzen da auf der Bühne und toll. Und du hast gedacht, wie kommen jetzt da noch Frauen rein? Und eigentlich haben wir dich, glaube ich, ganz gut mit reingenommen. Ne? Ja, es passt und
Trotzdem ist es auch für mich eine Herausforderung, jetzt in die Rolle zu gehen, da fast noch mehr zu moderieren als ihr und merke halt, wie mein männliches Prinzip in mir durchschlägt und wie kann ich es auch in mir ausgleichen. Aber ich denke, jeder hat natürlich sowohl unabhängig vom Körper einen männlichen und weiblichen Anteil. Mhm. Und wenn man das ausgeglichen hat, ist glaube ich, eine ganz gute Sache schon, mehr oder weniger ausgeglichen. Und das merkt man ja auch, dass Anteile von beiden auch nötig und richtig sind. Also es gibt ja, das sind ja positive Eigenschaften, die eigentlich beide Geschlechter darstellen. Aber es darf halt nicht in irgendein Extrem ausschlagen. Das ist ja die Zeitqualität, was jetzt einfach stattfindet. Also dieser Ausgleich wird gefordert von Mutter Erde. Weil wir ein sehr männlich dominiertes System im Moment haben. Und wir haben die Prozesse, die damit zusammenhängen. Auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, mit der Bühne. Ja, also ganz herzlich möchte ich alle nochmal einladen zu kommen. Gerade nochmal Jugendliche, Kinder für die Jugend- und Kindergruppe. Ja. Und toll, dass ihr da wart und ich freue mich eben auch, was da alles wirklich passiert und bin gespannt, was noch, was beim nächsten Mal passiert und auch in der Zeit, wie gesagt, wir haben das Forum, aufbruchforum.org und die Seite Aufbruch Gold Rot Schwarz haben wir gesehen, die ist immer nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Wir haben brauchen aber auch überall Hilfe und da kommt wir haben Gott Unterstützung, auch da wird was passieren in nächster Zeit. Wir haben auch Unterstützung von Okitalk. Ja, so, wollte nochmal sagen, die da haben... Wird auch was passieren. Wir können nur so schnell, wie wir können. Und wir haben 30 Jahre Zeit, dieses System umzustürzen. So, also genau, für uns nicht so ungeduldig ist. Dauert halt ein bisschen, aber wir sind dabei. Also, danke ihr beiden. Tschüss. Ja, tschüss.